Was kann man bloß noch tun, um sie zu retten? Die Nashörner in Schutzgebiete auszufliegen, das ist für den Tierarzt Jacques Flamand, den Gründer des Projekts, der beste Weg zu ihrer Rettung. Doch die Umsiedlung ist teuer und riskant. Das Tier muss gefangen werden. Es wird betäubt und gefesselt. Dann kann der tonnenschwere Vogel abheben. Seit 2003 siedelt Jacques ganze Nashornpopulationen um. Er hofft, die bedrohte Art damit zu retten. Die vom WWF finanzierte Aktion findet jedes Jahr in einer anderen Provinz statt. Dieses Jahr beginnt die Umsiedlung in der Provinz Ostkap. Dieses Nashorn ist Nummer 10 für heute. Wir siedeln insgesamt 20 um, haben also die Hälfte geschafft. Bis jetzt läuft das wirklich sehr gut. Der Tierarzt hat schon 140 Spitzmaulnashörner gerettet. Die Tiere werden weit weggebracht. Ich kann Ihnen nicht sagen, wohin, denn das ist geheim. Um die Nashörner vor Wilderern zu schützen, verraten wir nicht, wohin wir sie bringen. In Südafrika leben 80% aller Nashörner in der Welt. Und das zieht Wilderer von überall her an. Der Krüger-Nationalpark im Osten, das größte Wildschutzgebiet des Landes, ist am stärksten betroffen. Der Park ist mittlerweile zum Übungsgelände für Militäreinsätze geworden. Zwei tote Tiere finden die Wildhüter jeden Tag. Letztes Jahr haben sie hier im Park über 200 Menschen festgenommen und 26 Wilderer getötet. Wir konnten die Grenze zu Mosambik stabilisieren. Eine andere Problemregion liegt hier, Manyaleti. Die Armee geht in diesem 2 Millionen Hektar großen Park so diskret vor, dass die Touristen kaum bemerken, dass die Dickhäuter engmaschig überwacht werden. 2011 haben die Behörden in Pretoria beschlossen, 300 Soldaten zum Schutz des Naturerbes zu entsenden. Die Operation Corona sollte ursprünglich vor allem die Grenze zu Mosambik sichern, über die die meisten Eindringlinge kamen. Heute greifen die Männer mit dem roten Barett ein, wenn der Nationalpark sie braucht. Außer den Soldaten der Armee gehören auch Ranger und Polizeibeamte zum Kommando. Ihr Anführer? Ein General der ehemaligen Apartheid-Armee, der sein Leben seit seiner Pensionierung den Nationalparks widmet. Er hat viele Kriege erlebt, aber dieser macht ihm besonders zu schaffen. Es ist sehr belastend, obwohl ich 40 Jahre Erfahrung habe. Ich habe den Krieg kennengelernt, aber es nimmt mich mit, weil es so unnötig und so barbarisch ist. Wir haben einen Ranger für 50 Quadratkilometer, aber es bringt nichts, weitere 400 oder 1000 Ranger einzusetzen. Dann sehen wir im Park mehr Uniformen als T-Shirts. Das wäre nicht mehr der Krüger-Nationalpark. Wir müssen schlauer vorgehen und dafür brauchen wir Intelligenz. Menschliche Intelligenz, die wir durch Informanten und Geheimdienste bekommen. Aber auch künstliche Intelligenz. Wir nutzen alle möglichen Technologien, aber wenn wir noch mehr davon bekommen könnten, würden wir sie sicher nehmen. Der Krüger-Nationalpark hat gerade einen vierten Hubschrauber gekauft und finanziert ein Drohnenüberwachungsprogramm. Der General investiert Millionen in Technologien und seine Teams sorgen dafür, dass es den Wildhütern an nichts fehlt. Angesichts des riesigen Überwachungsgebiets setzen die Soldaten voll auf Technik. Es gibt Mikrofone im Busch. Sie zeichnen die Schüsse auf. Sie können die Schussposition ziemlich genau einkreisen. Das waren die drei Schüsse, die am 28. November letzten Jahres um 13.41 Uhr abgegeben wurden.
Der Apparat ortet den Schuss und sendet ein Alarmsignal in die Kommandozentrale und uns die GPS-Position per SMS. Wir reagieren sofort. Wenn Schüsse fallen, gibt es leider auch ein totes Nashorn. Aber wir müssen den Schützen schnappen. Denn gelingt uns das nicht, kommt er am nächsten Tag wieder und am übernächsten und so weiter. Sobald irgendwo ein Schuss fällt, bricht das Team von Inspektor Fricky direkt zum Ort des Geschehens auf. Der ehemalige Polizist widmet sich jetzt ganz dem Kampf gegen die Wilderei und ist im Krüger-Nationalpark mittlerweile der Spezialist für Nashornautopsien. Ich weiß nicht warum, aber das hier ist ein Gebiet mit vielen Eindringlingen. In letzter Zeit sind sehr viele Leute hier. Jeden Tag entdecken wir Fußspuren. Er sucht nicht nach der Todesursache, sondern nach der tödlichen Kugel. Wir versuchen, die Kugel zu finden. Dafür müssen wir das Bein abtrennen, um zu sehen, ob ein muskuläres Trauma vorliegt, das lebenswichtige Organe betrifft. Mit etwas Glück zeigt uns das die Eintrittsrichtung der Kugel. Sie ist unser einziges Beweisstück, also lohnt sich der Aufwand. Die Autopsie dauert 90 Minuten, bei sengender Hitze. Inspektor Freakys Team macht davon mindestens eine pro Tag. Die Kugel hat das Herz verfehlt, die Leber gestreift und steckt jetzt in den Eingeweiden. Deshalb müssen wir die Eingeweide rausnehmen und mit dem Metalldetektor untersuchen. Mit etwas Glück finden wir sie. Der Metalldetektor setzt der Operation ein Ende. Im Körper des Nashorns finden sie eine großkalibrige Kugel. Du kannst diesen Job nicht machen, wenn du keine Leidenschaft für den Nationalpark und diese Arbeit hast. In diesem speziellen Fall mussten wir die Kugel finden, sonst können wir die Schusswaffe nicht mit dem Täter in Verbindung bringen. Wilderern droht eine Gefängnisstrafe von 15 bis 30 Jahren. Das schreckt aber niemanden ab, denn das Horn eines Nashorns ist mehr als 50.000 Euro pro Kilo wert und damit teurer als Gold. Wie lässt sich das Massaker an den Nashörnern verhindern? Indem man ihnen die Hörner abnimmt? Das überlegten einige Südafrikaner, die nicht länger nur tatenlos zusehen wollten. 2000 Kilometer vom Nationalpark entfernt, in der Provinz Mpumalanga, stellt ein Nashornzüchter eine gefahrlose, aber effiziente Methode vor. Die Operation dauert nur 9 Minuten. Das Tier ist dabei natürlich betäubt. Pass auf, dass es sich nicht umdreht. Um weiteren Stress zu vermeiden, verbindet die Tierärztin ihm die Augen und verstopft die Ohren. Danach wird es in die bestmögliche Position gebracht. Auf den Rücken. Links. Schieb. Okay, zieht nochmal die Beine an. Mit der Motorsäge werden alle überstehenden Hörner abgesägt. Das Horn des Nashorns besteht aus Keratin, genau wie menschliche Fingernägel oder Pferdehufe. Durch das regelmäßige Kürzen der Hörner wurde der Wilderei in Namibia Einhalt geboten. Die Nashornzüchter in Südafrika haben diese Methode übernommen. Die Operation ist ungefährlich und das Horn wächst schnell nach. Das hängt von der Ernährung und auch von den Tieren selbst ab. Ob es Männchen oder Weibchen sind, was sie fressen, ob sie Zusatznahrung bekommen. Auf diesem Gelände hier haben wir Tiere, deren Hörner 10 oder gar 15 Zentimeter pro Jahr wachsen. Bei anderen sind es nur 2 Zentimeter, weil sie älter sind und es sehr langsam geht. Die Tierärztin hat in ihrem Leben den Nashörnern schon tausende Hörner abgenommen.
Hier macht sie das jeden Mittwoch. Wir sind auf der Farm von John Hume, dem größten Nashornzüchter in Südafrika. Johnny, wir sehen uns später. Ruft mich an, wenn wir euch abholen sollen, okay? John besitzt 7000 Hektar Land, auf dem etwa 1200 Nashörner leben. Die Zucht der Tiere kostet ein Vermögen und er muss mit ihnen Geld verdienen. Er kämpft für die Freigabe des seit 1977 verbotenen Handels mit den Rhinozeroshörnern. Dieses totale Verbot hat seiner Meinung nach die Krise ausgelöst. Vor 40 Jahren gab es noch 60.000 Nashörner in Afrika. Wo sind die? Alle verschwunden. Alle sagen, man sollte nicht eine einmal gescheiterte Politik weiterverfolgen, dass sie weiterhin scheitern wird. Aber mit den Nashörnern macht man genau das. Würde man den Verkauf dieses Produktes aus letztendlich erneuerbarem Material freigeben, wäre der Markt bald gesättigt. Die Preise würden sinken. Die Verbraucher in den asiatischen Ländern wären zufrieden. Und die Wilderer hätten keinen Grund mehr, die Tiere abzuschlachten. Davon sind zumindest die südafrikanischen Nashornzüchter überzeugt. Sollte sich jedoch nichts ändern, dann wird John einmal ein sehr reicher Mann sein. Er verrät uns, dass er verschiedenen Banken in Johannesburg mehr als 4 Tonnen des wertvollen Materials anvertraut hat. Zu Schwarzmarktpreisen hätte jedes Horn einen Wert von mehreren 10.000 Euro. Einstweilen wird das gesamte Material gesammelt, gewogen und nummeriert. Es wird eine Erlaubnis des Umweltministeriums benötigt, um dieses verbotene Produkt bearbeiten und lagern zu dürfen. Trotz aller Anstrengungen ist John die Wilderer nicht ganz losgeworden. In den letzten Jahren hat er 14 Tiere verloren. Seine Mitarbeiter durchkämmen systematisch das Gebiet. Das ist mittlerweile oft so. Die Menschen schaffen sich die Nashörner vom Hals wegen der Sicherheitsfrage. Wenn sie keine Anti-Wilderei-Truppe bezahlen können, werden sie ihre Nashörner verlieren. So eine Truppe ist teuer. Bei 7000 Hektar wie hier braucht man 20 Leute. Die muss man erst mal bezahlen. Nashörner zu haben ist wirklich teuer. In Südafrika lebt ein Viertel der Nashörner in Gefangenschaft. John, der Sprecher der Nashornzüchter, ist überzeugt davon, wenn sich die Situation nicht ändert, wird dies die einzige Möglichkeit sein, die Art zu retten. Ich glaube, langfristig gibt es nur eine Lösung. Nashornfarmen. Nicht zu groß, mit hoher Nashorndichte und zusätzlicher Fütterung. Die Regierung besitzt große, geeignete Gebiete, sogar in dieser Provinz. Sie könnten so etwas leicht einrichten und selbst Nashörner halten. Das wäre der richtige Weg. John übt Druck aus, damit die Artenschutzkonferenz zum Washingtoner Übereinkommen im Oktober 2016 in Südafrika die Gesetze endlich ändert. Die Regierung Südafrikas hat eine Gruppe von 21 Experten benannt, um die Machbarkeit einer Liberalisierung zu untersuchen. Die Debatte ist bereits in vollem Gang. Die Frage lautet nicht, ob wir die Hörner verkaufen sollten. Das Nashorn hat bestimmt keine Lust darauf, sein Horn abgeschnitten zu bekommen, damit manche damit Geld scheffeln. Fakt ist, dass wir von Verbrecherbanden bedroht werden, die unsere Nashörner töten. Das ist das Problem. Der Versuch, die Wilderei zu regulieren, ist wie ein Start bei der Rallye Monte Carlo mit platten Reifen. Wir haben die Mittel. Nur die Reifen sind noch nicht genügend aufgepumpt. Der Handel mit Wildtieren ist beinahe so einträglich wie der Drogen- oder Menschenhandel. Es geht hier um Dutzende Milliarden Euro. Um den Wettlauf gegen die Zeit zu gewinnen, hat die Regierung Südafrikas alle Kräfte gegen die Verbrecherbanden mobilisiert. Wir sind hier im Konvoi mit einer taktischen Eingreiftruppe der Polizei unterwegs. Das ist eine Truppe, die auf Razzien und auf Schwerverbrecher spezialisiert ist. Ich freue mich darauf, heute mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Es ist ein junges, aggressives Team. Das ist immer gut. Und unsere Zielperson besitzt eine großkalibrige Waffe, die sie vor kurzem aus Mosambik mitgebracht hat und zum Wildern verwenden will.
Unser Ziel ist es, die Waffe zu beschlagnahmen, bevor der Mann damit in ein Tierschutzgebiet gelangt und versucht, ein Nashorn zu töten. Lawrence ist der verantwortliche Ranger für den Kampf gegen die Wilderei in der Provinz KwaZulu-Natal. Er arbeitet regelmäßig mit der Polizei zusammen. Ich brauche die Polizei vor allem, wenn diese Jungs aggressiv werden. Wir müssen ihnen klar machen, dass wir nach dem Gesetz handeln und unseren Job machen. Er muss gehorchen. Wir gehen rein, suchen und verlieren keine Zeit. Wir können die Hunde draußen einsetzen. Und auch bei den Gebäuden. Aber dort ist unser Ziel. Okay? Der Kampf gegen die Kartelle findet auch außerhalb der Nationalparks statt, in den Dörfern, wo die Schmuggler Leute anwerben. Sie bieten bis zu 10.000 Euro für das Horn eines Nashorns. Da finden sich immer Freiwillige. Der Verdächtige kommt aus Mosambik, einem Nachbarland, in dem es leicht ist, seine Hehlerware loszuwerden. Lawrence arbeitet eng mit Interpol zusammen. Von dort hat er auch den Namen des Mannes, der Kontakte zur asiatischen Mafia haben soll. Sein Anwesen wird komplett auf den Kopf gestellt. Der Vater des Verdächtigen ist ein traditioneller Heiler. Seine Hütte wird ebenfalls durchkämmt. Aber die Polizei findet nichts. Keine Spur von Waffen oder Nashornhörnern. Seit der Verschärfung der Strafen wird es immer schwieriger, die Hintermänner zu fassen. Es ist immer enttäuschend, wenn man nicht findet, was man sucht. Aber so läuft das Spiel. Wir müssen es versuchen. Wir können es uns nicht erlauben, es nicht zu versuchen. Sonst verlieren wir komplett. Also versuchen wir es. Wenn es klappt, gut. Wenn nicht, machen wir weiter. Immer wieder. Aber Lawrence ist noch nicht fertig. Er arbeitet in der ganzen Provinz und muss jetzt in den Isimangaliso Wetland Park bei St. Lucia. Dort sind ebenfalls Wilderer auf der Pirsch. Regelmäßig gehen sie Patrouille. Chantal arbeitet seit einigen Monaten dort. Ihre Einheit setzt neuerdings einen Polizeihund ein. Idealerweise bräuchten wir mehrere Hunde. Einen Spürhund für Nashornhörner, Elfenbein und Waffen und einen vierten Hund, der uns im Gelände hilft. Wir campen regelmäßig hier im Park. Mehr als 10 Tage im Monat. Neulich haben wir jemanden abgefangen, der nachts mit Scheinwerferlicht gejagt hat. Wir wollten ihn festnehmen. Er hat auf uns geschossen. Wir haben das Feuer erwidert. Es gab einen Toten. Hallo, Lawrence. Hallo, wie geht's? Hier, dein neues Spielzeug. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass es ziemlich schwer wird für uns. Wir brauchen definitiv mehr Ressourcen. Mehr Männer, bessere Ausrüstung, mehr Training. Die Angriffe nehmen jedes Jahr zu. Und das seit 2008. Ein harter Kampf, der viel Unterstützung erfährt. Er hat sogar einen eigenen Superhelden. Paraboot ist ein 2 Meter großer Roboter, der von der Rüstungsindustrie gebaut wurde. Er soll helfen, Geld einzusammeln und die Bevölkerung zu mobilisieren. Als Zeichen der Solidarität hinterlässt man seinen Handabdruck auf den Militärfahrzeugen. Wir sind bei der Rüstungsmesse am Stand des größten südafrikanischen Unternehmens für Militärflugtechnik. Der Firmenchef Ivor Ichikowitz ist einer der wichtigsten Industriellen des afrikanischen Kontinents. Um das Naturerbe des Landes zu retten, engagiert sich seine Stiftung im Kampf gegen die Wilderei.
Er nimmt uns zu einem Trainingszentrum mit, das eines der größten seiner Art in ganz Afrika werden soll. 200 Kilometer von der Wirtschaftsmetropole Johannesburg entfernt, hatte Chikowitz am Fuße der Magaliesberge für einige Millionen Euro ein Anwesen gekauft, auf dem noch eine Lodge gebaut wird. Die Hundeschule und das Trainingszentrum sind bereits in Betrieb. Woher kommen Sie? Guten Tag. Freut mich. Aus Limpopo? Wir haben hier wirklich geografische Vielfalt. Sie kommen aus allen Landesteilen und wurden von privaten oder staatlichen Reservaten zu einer sechswöchigen Ausbildung hergeschickt. Sie lernen, mit Spürhunden zu arbeiten, trainieren mit Kampfhunden und kehren mit einem ausgebildeten Hund nach Hause zurück. Jeder Hund, der die Schule verlässt, bringt uns weiter. Entweder weil die Hunde Schmuggelware identifizieren oder bei einer Festnahme helfen, Wilderer auf frischer Tat ertappen oder aber einfach abschrecken. Jeder Hund bringt uns weiter. Auch die Männer erhalten in diesem Trainingszentrum eine Spezialausbildung. Es ist ein Krieg gegen die Wilderei. Diese Männer sind keine Soldaten, sondern Experten für Naturschutz. Deshalb trainieren wir nicht nur den Umgang mit einem Hund, sondern machen aus ihnen auch bessere Kämpfer. Nicht aufgeben, weitermachen. Wir tun das für die Nashörner. Für die Nashörner. Es ist nicht weiter überraschend, dass die paramilitärischen Ausbilder des Trainingszentrums alle ehemalige Mitglieder der südafrikanischen Spezialkräfte sind. Diese Leute müssen das ernst nehmen. Wenn sie keine Lust dazu haben, dann schaffen sie es auch nicht. Sie müssen es aus tiefstem Herzen wollen. Sie müssen es für ihr Land tun, für die Nashörner und eines Tages für ihre Kinder. Wenn es da nicht Klick macht, können wir sie nie mit diesen Hunden zum Spezialranger ausbilden. So könnte das im Busch wirklich sein. So kommen Hunde und Hubschrauber zum Einsatz. Ja, das Problem in vielen Gebieten mit dichten Büschen wie im Krüger Nationalpark ist, dass wir die Teams mit den Hunden so schnell wie möglich auf die Spur der Verbrecher bringen müssen. Mit dem Hubschrauber. Genau. Die Paramount Group hat dem Krüger Nationalpark zwei Hubschrauber geschenkt. Für den Firmenchef liegt darin auch eine Geschäftsidee, weil er davon überzeugt ist, dass die Regierung Südafrikas diesen Kampf nicht allein gewinnen kann. Wir können nicht von den Regierungen erwarten, dass sie das alles alleine regeln. Sie haben natürlich die Armee, die Polizei, die Geheimdienste, aber das reicht nicht. Ich bin davon überzeugt, dass der Kampf gegen die Wilderei nur gewonnen werden kann, wenn alle Unternehmen und Stiftungen, die über Geld und Erfahrung verfügen, sich zusammentun und gemeinsam ihren Sachverstand nutzen, um diesen Krieg zu gewinnen. Es ist ein schwerer Kampf, den wir jetzt gewinnen müssen, denn in ein oder zwei Jahren wird es bereits zu spät sein. Eine Schlacht folgt der nächsten. Es wird immer härter. Wenn der Wilderei kein Ende gesetzt wird, werden ab 2016 mehr Nashörner sterben als neu geboren. In 10 Jahren könnten sie ausgestorben sein. Es gibt immer mehr Waisenhäuser für Nashornkälber. Viele Südafrikaner wollen helfen. Aber sie wissen genau, dass auch andere Länder ihren Teil dazu beitragen müssen, um die Rhinos zu retten.